Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 12. Spieltag, an dem der SSV Jahn am morgigen Samstag um 14 Uhr Wacker Burghausen empfängt. Ich begrüße wie immer auch unseren Cheftrainer Christian Brandt. Und Christian, meine erste Frage, wie so oft ist die nach dem Kader? Wie schaut es aus, mal abgesehen von den Langzeitverletzten, fällt dir da noch jemand aus oder wer ist dabei und wer nicht? Mir fällt jemand ein, der ausfällt. Das ist Fabian Reitl, der hat noch Probleme mit dem Innenband am Knie. Dann fällt noch aus der André Luge und bei Jan George ist es so 50-50, würde ich sagen. Beim André Jünger gab es noch Sprunggelenksprobleme, wie schaut es bei ihm aus? Ja, der ist auch noch angeschlagen, es wird diese Woche auch noch nichts. Okay, letzte Woche gab es die erste Niederlage in der Liga, kann im 11. Spieltag auch mal passieren. Hat das irgendeinen Einfluss gehabt auf die Trainingswoche? Habt ihr anders trainiert? War die Stimmung schlechter deswegen? Nö, also wir haben ganz normal so weitergemacht wie sonst auch. Wir haben versucht, uns da weiter zu verbessern an den Dingen, die wir zu verbessern haben. Das sind unabhängig der Niederlage noch eine ganze Menge Dinge. Und das weiß das Team auch und die Stimmung war wie immer gelöst, aber fokussiert. Burghausen, da besteht ja bei unseren Fans eine größere Rivalität. Das heißt, es ist für einige ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Es ist für euch sicher auch ein wichtiges Spiel, aber habt ihr was davon mitbekommen, von dem, was drumherum passiert, oder fokussiert ihr euch einfach auf eure Arbeit? Ja, nee, das haben wir jetzt irgendwie nicht thematisiert da groß. Also wir wissen natürlich, dass das für die Fans ein wichtiges Spiel ist, dass es da eine gewisse Rivalität gibt. Aber für uns ist es einfach ein enorm wichtiges Spiel, dass wir zu Hause gewinnen wollen. Schauen wir auf den Gegner. Wacker Burghausen ist mit 19 Punkten und einem Torverhältnis von 19-11 auf dem 4. Tabellenplatz. Haben 5 Spiele gewonnen, 4 unentschieden und 2 verloren. Du hast den Gegner auch, ich glaube, sogar mehrfach beobachten können. Worauf müssen wir aufpassen morgen? Ja, sie haben auswärts erst eine Niederlage. Das ist sicherlich mal beachtenswert. Das ist eine gute Bilanz. Sie haben mit dem Christoph Burkhardt einen ausgezeichneten Freistoßschützen und also einen Standardspezialisten, der auch sonst eine ziemlich zentrale Figur ist. Dann haben sie mit dem Sumu, der auch mal hier vor einigen Monaten im Probetraining war, haben sie nochmal einen Stürmer dazu geholt. Dann mit dem Dunkel, der hat auch, glaube ich, mal der Regensburger Vergangenheit gehabt oder war in Unterhaching, ich habe irgendwas gelesen, Kicker, dass er sich auch zeigen will und beweisen will, dass er ein guter Spieler ist. Also die werden sicherlich hoch motiviert herkommen. Und dann haben sie natürlich den Christoph Rech, was auch ein guter Spieler ist. Ja, eine große Verstärkung für Burghausen. Also gibt es schon viele Jungs, die was können. Danke Christian, das war's von meiner Seite. Dann wenn ich um die Fragen der Journalisten. Okay, Herr Brandt, Sie haben uns ja schon angesprochen, ja, also die Niederlage ist mehr oder weniger abgehakt. Haben wir aber im gleichen Atemzug auch angesprochen, dass es nach wie vor nur einige Dinge gibt, die es zu verbessern gilt. Vielleicht uns die nochmal aufgreifen könnten, wo es noch teilweise hakt, beziehungsweise was es noch zu verbessern gibt. Ja, also es ist natürlich so, also einerseits gibt es mal ein großes Entwicklungspotenzial in der Persönlichkeit der Spieler, also dass sie lernen müssen, dass sie 34 Mal während dieser Saison die Gejagten sind oder auch sein werden. Und das haben sie letzte Woche in Rhein halt auch erlebt. Und wenn man dann keinen richtig guten Tag erwischt, wo man alle spielerischen Mittel optimal einsetzt, dann kann es auch mal daneben gehen, weil der Gegner halt immer ein oder zwei Spieler hat, die uns wehtun können. Das ist bei jeder Mannschaft bis jetzt der Fall gewesen. Es ist eher, ja, wichtig, dass die Jungs wirklich auch akzeptieren, dass wir wahrscheinlich das Team sind, welches jeder andere schlagen möchte. Und damit muss man umgehen lernen, gerade nach der vergangenen Saison. Und es ist natürlich auch nicht so, dass das alles schon total raus ist aus den Köpfen. Aber jetzt gibt es wieder eine neue Situation, jetzt sind wir die Gejagten. Und letzte Woche hat man das deutlich gesehen, da kann auch ein etwas schwächerer Gegner, personell schwächerer Gegner uns wehtun, wenn wir diese Situation nicht komplett annehmen oder wenn wir damit nicht immer 100% abrufen können. Und das ist ein wichtiger Punkt. Und dann darüber hinaus, das ist immer noch das Schwierigste fast für uns, dass wir offensive Lösungen haben, auch auf kleineren Plätzen wie letzte Woche oder auch gegen Gegner, die dann ja gefühlte 25 Leute bei sich in der Hälfte positionieren. Und das war natürlich letzte Woche so. Und da muss man extrem, extrem konzentriert sein, immer wieder
den Ball zum Mitspieler bringen, sehr, sehr viel Geduld haben, auf Lösungen warten oder auch auf Räume, die sich öffnen, warten, den Gegner müde spielen. Und das haben wir letzte Woche nicht so gut gemacht. Da waren wir ein bisschen zu ungeduldig, wollten zu viel. Und das ist halt auch ein Prozess, den wir einleiten müssen, dass wir da die Nerven bewahren und auch wissen, dass wir das Spiel nicht in 20 Minuten entscheiden müssen. Gut, wenn man sich das Programm anschaut, jetzt geht es am Samstag im Ostbayern-Derby gegen Burghausen, dann geht es auswärts zum SV Schalding-Heining, was wahrscheinlich ein ähnlicher Gegner ist wie Rhein am Lech. Also die werden sich zerreißen, um den großen Favoriten vielleicht auch stützen zu können. Und dann geht es gegen den FC Bayern zu Hause, also gegen den großen Mitfavoriten in der Regionalliga. Ihrem Team stehen jetzt harte Wochen bevor, oder? Ja, also es werden auch so ein bisschen die Wochen der Wahrheit. Also die Mannschaft ist sehr auf dem Prüfstand, also ist sehr gefordert. Das ist jetzt erstmalig auch eine Situation für uns, wo wir auch mit direkten Konkurrenten konfrontiert sind. Ich will nicht sagen, dass wir eine Drucksituation haben, aber es ist schon so, dass wir da zeigen müssen, was wir drauf haben. Ganz klar. Okay, Sie haben es gerade angesprochen, jetzt treffen Sie auf direkte Konkurrenten. Das heißt, Sie sehen auch Burghausen, also der morgige Gegner bzw. die Bayern, natürlich auch ganz klar, dass die sich da vorne mit einreihen werden. Auf jeden Fall. Also Burghausen hat auch eine sehr, sehr kompakte und gute Mannschaft und die sind so ein bisschen in Lauerstellung. Klar, die haben jetzt immer noch, ich glaube, 10 oder 11 Punkte Rückstand auf uns bei gleicher Anzahl gemachter Spiele, aber wir wissen auch, wie schnell das manchmal gehen kann. Dann gibt man Punkte ab, der Kontrahent hat einen Lauf, gewinnt alles. Und also ich sehe das schon so, dass da 3-4 andere Mannschaften neben uns und Bayern München eine Rolle spielen können. Gut, nur kurz zur Aufstellung. Ich gehe mal von aus, Marcel Wofford wird noch bis zur Gelbsperre zurückkehren ins Team. Ansonsten dürfte es wahrscheinlich nicht großartige Veränderungen geben, oder? Bin ich nicht so sicher. Das heißt, hätte sich im Training wieder aufgedrängt, der vielleicht ins Team rutschen könnte? Ja, es könnte sein, dass es im Abwehrbereich eine Veränderung gibt. Also, und ja, der Thomas Paulus ist relativ nah dran an der Mannschaft. Der ist auch körperlich jetzt mittlerweile in einem Zustand, wo ich sage, jetzt ist er fast ready, um von Beginn an spielen zu können. Okay, danke. Gerne. Danke, Felix. Gibt es weitere Fragen? Das Mikrofon an Ernst Ebel für Wally Schalivari. Ich möchte auch gerne mal auf Rhein natürlich zurückkommen. Spiel habe ich nicht gesehen, ich spreche jetzt mal ganz unvoreingenommen. Als Fan, als Reporter ärgert einen eine Niederlage, im Zentralen natürlich genauso. Ärgert Sie diese Niederlage immer noch? Nein, jetzt nicht mehr, weil ich habe dann irgendwann auch für mich einfach das Spiel abgehakt und muss einfach auch sagen, wir waren an dem Tag auch nicht gut genug. Also es gibt Niederlagen, wo man total ärgerlich ist, aber wir hatten gegen Rhein am Lech, ich glaube, ja, bis auf die Dreifachchance in der 87. Minute haben wir nicht diese spielerische Überlegenheit gehabt, dass wir da irgendwie 7, 8 oder 9 Chancen vergeben hätten, wie zum Beispiel hier gegen Bayreuth. Da war das Spiel gegen Bayreuth war eine ganz andere Nummer. Das hat schon ein bisschen für mehr Enttäuschung gesorgt, aber Rhein am Lech, das war so, man hat da gesehen, okay, wir spielen, aber wir haben nicht die richtigen Lösungen und die Chancen, die wir haben, da steht noch einer auf der Linie, hält der Torwart. Das sind so Spiele, wo man dann so Floskeln raushauen muss und sagt, ja, man spielt noch eine Stunde weiter und wahrscheinlich fällt kein Tor mehr. Aber mit der Niederlage von Bayern München wäre es natürlich die Gelegenheit gewesen, so ein bisschen weiter den Abstand ein bisschen größer zu machen. Ja, klar. Also das wusste die Mannschaft auch und die Jungs hätten es auch gerne wahrgemacht, aber es ist immer so, dass man die eigenen Spiele auch noch spielen muss. Also, und es ist immer besser, man vertraut auf die eigene Stärke und damit sind wir bis jetzt gut gefahren. Wir müssen unsere Spiele durchziehen, müssen gewinnen und die anderen sind nicht wirklich wichtig. Aber man sieht auch in Bayern München, wo man gemeint hat, die sind ja unbesiegbar fast, dass auch die zu Hause verlieren können. Also ist das auch wieder ein positiver Gesichtspunkt eigentlich. Ja, also Bayern München ist keineswegs unbesiegbar. Also ich habe die jetzt auch ein paar Mal gesehen und die sind genauso wenig unbesiegbar, wie wir es sind. Also und ich kann es auch nochmal sagen, mit einer Nachwuchsmannschaft immer und immer wieder die Leistung abzurufen, das ist unglaublich schwierig. Also die haben so viele Veränderungen im Kader, die haben sehr, sehr gute, junge, talentierte Spieler, aber die unterliegen auch Schwankungen. Und das wissen die Mitarbeiter bei Bayern München auch, die sich mit den Jungs tagtäglich beschäftigen. Und von daher
ist da die Aufgabenverteilung gleich wie bei uns. Man kann immer gewinnen, aber man kann halt auch immer verlieren, wenn man einen schlechten Tag hat. Die Tore, die Rhein gemacht hat, kann man die vermeiden? Hätte man die vermeiden können? Ja, klar. Also das auf jeden Fall. Ich meine, das waren zwei individuelle Fehler und die kann man grundsätzlich immer vermeiden. Aber ja, das ist jetzt eine Woche her. Also lassen wir uns lieber über das Spiel morgen reden. Trotzdem noch eine kurze Frage. Wenn es individuelle Fehler waren, spricht der Trainer nach so einem Spieler mit oder am nächsten Tag mit dem Spieler, der dafür verantwortlich war eigentlich, woran es gelegen hat, warum dieser Fehler passiert ist? Ja, also die Spieler sind da absolut auch selbstkritisch. Das ist als Trainer ist relativ leicht. Man schneidet ein Video zusammen, man sieht die Dinge und man kann da schon auch immer tausend Worte verlieren. Aber das, was man zeigt, das ist unumstößlich. Und die Spieler sehen das und sie haben auch schon nach dem Spiel direkt gesagt, dass das kein guter Auftritt war. Und man muss manchmal auch ein bisschen bremsen und muss einfach sagen, ey Jungs, haltet mal die Bälle flach. Es ist nicht selbstverständlich, dass man 10-mal oder 9-mal hintereinander gewinnt. Und auch uns, wenn wir nicht einen optimalen Tag erwischen, kann es dann tatsächlich auch erwischen, dass wir ein Spiel verlieren. Und da muss sich niemand irgendwie das Hirn zermartern. Es war einfach kein guter Tag. Es gibt bestimmte Gründe, die haben wir analysiert, die haben wir angeschaut, die Fehler. Und dann ist das Thema abgehakt. Sie hat gleich vorhin schon angesprochen, Wacker Burghausen, kann man durchaus zu den Meisterschaftsanwärtern mit dazuzählen? Ja. Ohne Wenn und Aber. Ja, also das gibt alleine der Punktestand von Wacker Burghausen her. Also nach 11 Spieltagen sind sie Tabellenvierter und haben Anschluss nach oben. Da haben sich beim Kicker ein bisschen nachgewiesen, Wacker beim Jahren Favoritensturz dank Dunke. Also dieser Dunke, der wird schon ganz schön rausgeschafft, hat in jedem der Spiele, der letzten 5 Spiele ein Tor gemacht. Also scheint er doch ein gefährlicher Stürmer zu sein. Bekommt er eine besondere Bewachung? Ja, also letzte Woche hat keins gemacht. Es sei denn, ich habe nicht hingeschaut, haben sie nur 0-0 gespielt. Vielleicht aber ja, auf er meinen. Nur so gelesen, ja. Ja, also der ist okay, der ist gut. Aber das ist jetzt auch niemand, der mir schlaflose Nächte bereitet. Es muss ja bei jeder Mannschaft muss es ja einen geben, der Tore schießt. Und wenn man Vierter ist, dann bietet sich das an. Also die haben halt da mit dem Christoph Burkhardt jemanden, der wirklich richtig gute Freistöße und Ecken schießt. Und ja, das ist wirklich eine außergewöhnliche Qualität für diese Spielklasse. Gibt es deshalb eine besondere Taktik? Keine Fouls. Morgen fahren wir überhaupt nicht. Nirgendwo. Der schießt bestimmt auch aus der eigenen Hälfte aufs Tor. Nein, also wir versuchen Freistöße. Also in der roten Zone, in unserer Zone, wo es gefährlich werden könnte, versuchen wir tunlichst zu vermeiden. Weil da ist er wirklich gut. Letzte Frage zum Trainer Uwe Wolf. Kennen Sie den persönlich zufällig? Nö. Also vielleicht haben wir bei 1860 München gespielt. Vielleicht haben wir mal gegeneinander gespielt. Das sieht ja gefährlich aus. Also, und ich bin wahrscheinlich immer schneller gelaufen, wenn ich den gilt als ist aber, glaube ich, ein netter Mensch. Aber ein harter Trainer auch. Ich denke, der wird seine Mannschaft richtig heiß machen. Ja, er hat ja auch recht. Das muss er auch machen. Er fährt zum Tabellenführer. Da würde ich an seiner Stelle auch alles abrufen, was mir einfällt. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ochsenblut zum Frühstück gibt, aber ja, wir rechnen mit allem und wir sind gewappnet. Burghausen hat ja auch engagierte Zuschauer und Fans. Ich weiß nicht, wie viel mitkommen werden. Aber das wird die Atmosphäre im Stadion beleben. Ja, das ist uns immer nur willkommen. Also je besser die Stimmung ist, desto besser ist es für alle. Also es ist immer schön, wenn man in so einem schönen Stadion auch viele Leute hat, die richtig Radau machen, wenn es dann friedlich bleibt. Und das ist mein Hauptwunsch. Okay, so was, danke. Gerne. Danke, Ernst. Gibt es noch weitere Fragen? Ist nicht der Fall, dann herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und vielen Dank wie immer auch fürs Zuschauen auf JahnTV.